Großes Thema Zuladung. Ich zeig's mal gerade. Wir haben einen 7,5-Tonner, der ist unter 9 Meter und hinten drin, ja, da ist ein Smart drin. Und viele machen da aber gar kein Smart rein, sondern machen zum Beispiel zwei große Motorräder rein. Motorräder, Quad habe ich schon gesehen, Kühltruhen, also der Stauraum ist ja extrem. Fahrräder habe ich schon gesehen, also E-Bikes, die das wirklich als Riesengarage nutzen. Und was auch mal war die letzten Jahre, ist einfach, dass das eine Ladentheke war. Eine Ladentheke? Lager, ja. Der hat das als Lager genutzt für die Ware, die er vertreibt. Das Auto hat einen Wiederverkaufswert, das ist unglaublich. Also ich war beim Stefan Buhr, da hat man ein G-Modell da, der war schon ein bisschen älter. Und da haben wir das Video eine Stunde drauf, da war der weg. Weil du kriegst ja auf dem Gebrauchmarkt kaum, oder? Genau. Ich meine, der G ist ein Liebhaberfahrzeug mit dem extremen Stauraum. Ne? Und wir sind hier immer noch bei 7,49 Tonnen. Das darf man nicht vergessen. Also ich nehme so ein Smart mit, ich nehme eine Harley Davidson mit oder was auch immer und bin unter 7,49 Tonnen. Das heißt, ich habe den Vorteil der alten Führerscheinthematik, der alten Dreier. Ja, es gibt ja neue Fahrzeuge, die viel leichter sind. Also es gibt diese 80-90 km/h fahren, die können wir gerade mal zeigen. Da vorne ist eine Original-Isetta, die da steht, am Stand von Volkner. Das hat ja nicht schlecht vertreten gegenüber Volkner. Ist das okay für dich? Du, alles gut. Ich meine, das ist nochmal was komplett anderes. Ja, das ist ein Individualbau. Das ist eine Manufaktur, sage ich jetzt mal. Und wir sind eher ein bisschen in der Serie unterwegs. Ne? Also das heißt, ihr baut hohe Stückzahlen. Wie viele Autos baut ihr im Jahr? Letztes Jahr waren es 532. Wie? Jahr. Das weißt du genau? Natürlich. Natürlich weiß ich das genau. Und dieses Jahr werden wir irgendwie bei 555, 560 landen. Und nächstes Jahr? So Gott will? Nee, nächstes Jahr haben wir eine Steigerung drin, aber die wird nicht so hoch ausfallen, weil wir unsere Arbeitszeit reduzieren. Also wir werden das Thema Work-Life-Balance, das Thema Überstunden ist ja immer wieder Thema. Und wir hatten jetzt die letzten 4 Jahre viel durchgepowert. Genau, viel Überstunden gehabt. Und jetzt haben wir uns dazu entschlossen, dass wir die 40-Stunden-Woche canceln und auf eine 38-Stunden-Woche gehen, um einfach der Belegschaft zu signalisieren, bei vollem Lohnausgleich nebenbei gesagt, um einfach zu sagen, okay, wir gehen da schon ein bisschen Weg, wo wir sagen, dass wir reiben euch nicht auf. Genau, ja. Dass wir gegen die 2 Stunden verzichten, das sind indirekt 5% Lohnerhöhung und dann natürlich auch noch eine satte Lohnerhöhung am Top noch kommt. Ja, das Thema Personalkosten, die Gesamtkosten sind gestiegen, nicht nur bei euch, sondern auch bei euren Mitarbeitern. Wenn man einkaufen geht, weißt du selber, bestellen wir heute eine Pizza, je nachdem bei welchem Italiener du bist du 17 Euro los. Genau. Für eine. Ja, da hat sich die letzten 4 Jahre viel getan. Nicht nur an den Listenpreisen, sondern an der gesamten Struktur. Ne? Ja, toll. Also hier grundsätzlich, wenn ihr plant, mehr Sachen mitzunehmen. Das heißt, ihr wollt entweder ein Auto mitnehmen. Ein Auto ist gar nicht so entscheidend, aber ihr wollt eine riesen Garage, wo man Stauraumsysteme reinmachen kann. Hier kannst du einen Crosstrainer reinmachen und trainieren. Du kannst alles mitnehmen und du hast richtig Zuladung. Wenn das Auto nicht drin ist, reden wir von rund einer Tonne, oder? Über einer Tonne sogar. Über einer Tonne. So, über einer Tonne. Und ganz wichtig ist, wenn ihr irgendwas plant, ja, kauft euch nicht immer zwingend das längste Auto. Das hast du zu mir gesagt. Ihr habt lange Autos, da leidet die Zuladung. Sondern der ist ganz bewusst unter 9 Meter. Der ist ganz bewusst unter 9 Meter, damit wir einfach die Zuladung auch noch gewährleisten können. So, das sieht man hier. Hier wird noch mit einer Seilwinde reingezogen. Das geht nicht mehr bei allen Fahrzeugen heutzutage. Elektro geht oft nicht mehr. Die sind blockiert. Die Elektrofahrzeuge blockieren komplett, sobald du einen Sitz verlässt. Und die Einrichtung, sage ich mal, lässt sich nicht so oft lösen, wie man es macht. Deswegen haben wir ja auch eine Plateaulösung, aber die ist bei den größeren, weil so ein Plateau wiegt natürlich um einiges mehr wie jetzt die Lösung hier. Das hier ist Handarbeit, Alu nehme ich an, oder? Mhm. So, und das ist hier drin. Und das Coole hierbei ist natürlich wirklich dieser Mega-Stauraum. Also ich finde es eine total tolle Lösung. Hier ist sogar, glaube ich, elektrisch gelöst, oder? Das auf und zu machen. Wir haben hier die Linac-Motoren, die dann elektrisch auf und zu schieben. So, also tolles Fahrzeug. Wo landen wir hier preislich? Wo fängt der ungefähr an? Sollen wir gleich mal gucken. Ja, nee, also ich sage jetzt mal so, wie er da steht, wird er etwas über 400.000 Euro kosten. Die Grundpreise sind natürlich dann deutlich niedriger, aber je nachdem, was der Kunde an Zubehör möchte. Will er eine Batterie, will er 2 Solarpaneele oder 10? Das ist dann immer sehr individuell. Komm, wir gehen mal ein Stück zurück und zeigen es nochmal ganz komplett von hinten, dass man das sieht. Hier fährt das Ganze rein. Vorne hast du das ganz normale Fahrerhaus. Ihr habt einen Designpreis gewonnen für euer Front- und Gesamtkunstwerk, was ihr hier entwickelt habt. Und die Leute sind echt begeistert. Ich glaube, die ganze Welt guckt auf euer Design.
danke. Ist so. Also ich war jetzt viel in Kanada unterwegs. Das ist ja viele große Liner, weil die dürfen ja mit ihrem Autoführerschein immer noch in Kanada 24 Tonnen fahren. Und hier siehst du, wenn du vorne drauf guckst, ein sehr zeitloses Design. Und du kennst Porsche. Porsche ist dafür bekannt, dass sie langlebige Designs haben, die sich nicht morgen durch ein komplett neues Design verabschieden, sondern ihr macht eine klare Formensprache, die lange Werterhalt garantiert. Man muss sich das so vorstellen, der Produktlebenszyklus in der Automotive ist ja mittlerweile unheimlich kurz. Es gibt immer einen Facelift, es gibt alle 2-3 Jahre was Neues. Das können wir uns hier gar nicht erlauben. Deswegen legen wir beim Design unheimlich viel Wert drauf. So eine Frontmaske, bis die Form, also die Glasmasterform, erste Abformung und dann das erste Bauteil daraus entsteht, die kostet ein Vermögen. Und wenn wir jetzt bei dieser kleinen Stückzahl, in der wir uns bewegen, alle 2 Jahre was Neues bringen würden, A, wären wir unauthentisch dem Kunden gegenüber und B, würde es einfach unsinnig viel Geld kosten. Ne? Auch hier das gleiche Doppelbodenkonzept. Jetzt ist hier keine, ist hier eine zentrale Klappensteuerung drin? Aus der Ferne nein. Nein, also das ist auch mit Aufpreis verbunden. Die Aufpreisliste ist vielfältig. Und es gibt einige Sachen, die man nicht so leicht nachrüsten kann. Unter anderem die Klappensteuerung. Das ist sehr viel Aufwand, die nachzurüsten. Aber auch das ist möglich. Also das ist möglich. Es ist ein Aufwand, ja, aber es ist nichts Unmögliches. Könnt ihr das machen bei euch in der Werkstatt? Natürlich. Okay, das heißt, ihr bietet Erweiterungen auch ab Werk an? Natürlich. Wir haben Nachrüstungen in allen Bereichen. Also alles, was in der Preisliste steht, kann man im After-Sales auch nachrüsten. Ja, und hier siehst du nochmal Stauraum. Wir können mal reingucken. Sag mal, die Elektrik hier bei dem Auto, wo ist sie denn versteckt? Wir haben die Elektrik in der Heckgarage und hier vorne. Da ist ein Teil drin. Warte, ich fühle mal rein. Du brauchst nur ein Stück anheben. Das geht schon. Gerade mal reingucken. Und da ist der Stauraum drin. Ja, hier ist die Elektrik drin. Er schiebt es mal ein bisschen hoch für den Messebetrieb. Und hier sieht man sehr schön auch eine neue Batterie. Ihr habt eine Besonderheit. Ihr habt, glaube ich, die teuerste Batterie, die man kaufen kann, Lithium-Ionen eingebaut, die es gibt, aber sie ist zertifiziert. Und das ist eine Besonderheit. Nicht alle Batterien sind zertifiziert für den Kfz-Einsatz. Super B hat die zertifiziert. Genau, oder Super B ist, muss man vielleicht, also das ist meine persönliche Meinung, ich finde, es ist eine der besten Batterien, die es am Markt gibt. Und da gehen wir keine Kompromisse ein. Habt ihr jemals Stress gehabt mit irgendwelchen Super Bs? Nein. Ich habe tatsächlich auch das Glück gehabt dieses Jahr. Ich habe mir das Werk angeguckt, habe mir die Herstellung angeguckt und die passen zu uns. Also die sind genauso First Class wie wir. Es gibt, wie du es gesagt hast, es gibt viel, viel Günstiges am Markt. Man kann auch als Hersteller viel Geld sparen, indem man andere Sachen einsetzt. Aber das ist nicht in unserem Interesse. Festpreisgarantie. Das war letztes Jahr noch nicht der Fall. Da hattet ihr eine Gleitpreisklausel. Dieses Jahr ist der Preis bei der Auslieferung fix. Und genau, das kostet Modell ja 24. 24. Das kostet aber viel Geld, oder? Nee, es hat sich stabilisiert. Also wir haben jetzt einige Krisen besprochen, die mal durchschwungen sind. Die Preise haben sich stabilisiert und wir sind jetzt auch in der Lage zu sagen, okay, wir können über 12 Monate hinweg planen, was ja die letzten Jahre nicht möglich war, muss man in aller Deutlichkeit sagen. Und deswegen haben wir gesagt, für das Modelljahr 24 auf Basis der 12-Volt-Chassis, also alle Iveco Dailies, wird man einen Festpreis aussprechen. So, was ist das für eine Holzfarbe? Das ist die Live, das ist die Wohnwelt Live. Das ist im Prinzip die helle Variante zu der dunklen, die wir gerade gefilmt haben. Läuft ganz hervorragend. Mittlerweile ist es so, die Händler sehen die jahrelang. Irgendwann kommen die und sagen, haben wir jetzt sehr lang gesehen. Ihr geht aber auch auf viele Messen, guckt euch Sachen an in Italien und so weiter, neue Trends. Genau, auch da neue Trends. Bloß man muss sagen, auch da schauen wir immer, dass wir so ein bisschen was Zeitloses finden. Ne? So, der Wohnraumteppich, ich habe schon erlebt, dass Leute den nicht bestellt haben und dann kurz vor Produktionsbeginn gesagt haben, ich hätte gerne doch einen Teppich. Da gab es eine Absage, weil das war dann zu kurzfristig. Kauf diesen Wohnraumteppich, weil der wird von Hand angepasst. Und ich weiß, ich soll das gar nicht sagen, dass ihr den kaufen sollt, weil da habt ihr kein Geld verdient. Da geht einer hin und muss stundenlang arbeiten, ausmessen, das genau korrigieren. Denn jeder Wohnraumteppich ist ein Unikat. Genau. Wirklich, der geht hin, misst das nochmal aus von Hand, das ist Handarbeit. Erst erstellt er eine Schablone. Also er misst, erstellt eine Schablone und anhand der Schablone schneidet er dann den Teppich. So, jetzt könntest du ja sagen, das Auto ist ja Serie, ist immer das Gleiche. Es bringt nichts, weil jedes Auto ist anders. Genau, also wir haben lass es
6-7 mm sein. Lass das Armaturenbrett etwas verzogen sein. Du siehst, schau mal, das sind die Spalte. Die sind Warte, ich sag mal auf Millimeter hier. Die ganzen Rundungen. Ich meine, wir können uns das leicht tun, wir könnten Läufer reinlegen und viel Geld sparen, aber das ist nicht in unserem Interesse, sondern das muss alles passen. Was ich liebe bei euch, ist dieses, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich habe viel gelernt in der Branche. Am Anfang bin ich reingegangen und gedacht, naja, das hier ist so ein bisschen, ja, so das Design und es ist so ein bisschen, weißt du, jetzt habe ich gelernt, wenn du länger an einem Fahrzeug bist, ja, und du hast ein hartes Industriedesign drin oder du wohnst in einer Designerwohnung das ganze Jahr über, irgendwann hast du dich so satt gesehen und ihr habt ein Design entwickelt, das, wo du lange Freude dran hast. Genau. Das, so hab ich das schön sein. Gesagt? Ja, so soll es ja auch sein, aber es liegt daran, weil wir die Fahrzeuge auch selber testen. Wie meinst du das? Ja, wir nutzen sie auch selber. Du bist so ein junger Kerl, gefällt dir sowas hier? Natürlich, klar. Also ich finde immer, es gibt nichts Besseres wie den Wohnmobilurlaub, weil du machst einen Motor an und bist eigentlich schon in Urlaubsstimmung. Ne? Wie viele Kinder hast du? Zwei. Den gibt es nicht mit Hubbett, oder? Den hier? Doch, natürlich. Doch, geht's auch. Optional auch mit Hubbett. Wie viel schwerer wird er dann mit Hubbett? Unterschiedlich. Ich sag mal zwischen 80 und 100 Kilo. Müssen wir nochmal drauf. Zwischen 80 und 100 Kilo. Hört sich nicht viel an, ist aber für die Vorderachse bei manchen Modellen auch sehr kritisch. Also da muss man mal aufpassen. So, und das hier ist, ist das aufpreispflichtig, wenn ich kein Hubbett habe bei euch? Nee, kein Hubbett ist Serie. Kein Hubbett ist Serie, nee, siehst du das. Und Leder, da können die Leute richtig aus dem Vollen schöpfen. Wie viele Lederfarben habt ihr? Wirklich eine große Varianz. Keine Ahnung, der Katalog hat bestimmt 300 Farben, ich weiß es nicht. Also da kann man wählen. Ja. Und du kannst so die Gardinen wählen, oder? Genau, Gardinen, Polsterstoffe. Es geht ja darum, Farbakzente zu setzen. Und die Leute, wie viele Leute bestellen eigentlich und sagen, hey, das ist genau mein Ding hier? Weniger, ne? Nee, eigentlich viele. Ich meine, das ist eher manchmal, wenn du durch die Fertigung läufst und dann siehst du ein blaues Leder oder ein rotes Leder, dann kriegst du immer mal so einen Schreckmoment. Aber auch die bauen wir, ne? Ihr habt was richtig Cooles. Ihr habt auf der Webseite 360 Grad Ansichten von Fahrzeugen. Die macht Sidu für euch, glaube ich, auf der Messe. Ich glaube, der Typ arbeitet auch 24 Stunden. Ich liebe den Kerl, ja. Der kommt hier rein und macht, und die benutzt ihr aktiv für die Beratung von Modellen und Farben, oder? Genau, der Kunde kann im Prinzip diesen Messestand auch digital, weil wir die Fahrzeuge alle 23 immer ablichten lassen. Es hat ja nicht jeder die Möglichkeit oder vielleicht ist er verhindert und kann im Nachgang sich in einem Auto bewegen über 3D. So, mach mal bitte auf. Hier sieht man das Technikfach, was drin ist. Und da habt ihr auch in diesem Modell eine richtige Warmwasser-Fußbodenheizung drin aus Schweden. Genau. Wir haben die alte. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nichts Falsches sage, aber das ist die 3030 Plus, weil wir die ab Modelljahr 24 serienmäßig haben. Der Vorteil bei der 3030 Plus ist, ich spare mir die alte Flow. Weil, das heißt, du hast mehr warmes Wasser. Genau, ich hab eigentlich durchgehend warmes Wasser. Das ist der Riesenvorteil, den man dadurch generiert. Klar kostet auch da wieder das Ding mehr und die alte Flow entfällt im Umsatz, aber das ist uns da egal in dem Falle. Die ist jetzt integriert, das haben mir die Leute gesagt. Sie haben auch noch ein paar Designänderungen gemacht. Sie macht noch schneller heißes Wasser. Das Display ist ein bisschen digitaler aufgebaut, aber ich lasse es jetzt mal aus. Nicht, dass los geht. Und hier siehst du, ja, da habt ihr natürlich auch auf Komponenten gesetzt. Kommen aus Italien, sind Weltmarktführer, diese Komponenten, die gehen einfach nicht kaputt, oder? Oh, das würde ich so nicht unterschreiben. Wie? Hast du keinen Vertrag mit CBE, dass wir positive Werbung haben? Nein, ich sag, das würde ich so nicht unterschreiben. Es kann alles kaputt gehen. Und du kennst mich jetzt lang genug. Ich würd hier keinen Bullshit erzählen und sagen, dass da nichts kaputt geht. Ich hab dir so eine geile Vorlage jetzt geliefert. Nein, und da stehe ich dazu. Du kennst da meine Meinung. Wir reden hier über ein Haus, was wir auf dem LKW setzen. Ja? Und jeder, der sein Haus mal auf dem LKW setzt und das mal durch die Siedlung spazieren fährt, der weiß ganz genau, dass dann als erstes der Putz reißt, die Spaltmaße nicht stimmen, die Fenster und in der Küche wahrscheinlich alles zerscheppert. Ja? Ja. Und man muss hier von Nutzung ausgehen, man muss von Vibration ausgehen, man muss von Wärme- und Kälteverhältnissen ausgehen. Es kann in so einem Fahrzeug viel kaputt gehen. Und so ein CBE-Panel ist zwar stabil, aber ich behaupte jetzt auch, das geht mal kaputt. Okay, ihr habt die auf Lager, ne? Natürlich. Okay, habt ihr auch. Was ziemlich cool ist, es geht wirklich selten kaputt. Ich habe noch kein kaputtes gehabt. Was eher hier auf der Messe vorkommt, die klauen die ja die und bauen die aus. Aber das ist auch in letzter Zeit auch nicht mehr, oder? Nee, wir tun ja die Garmin. Wir haben ja normalerweise das 10 Zoll Garmin drin. Die nehmen wir weg, weil das wird geklaut wie die Raben. So, ich zeig's mal hier vorne. Das ist übrigens ein Cockpit. Das Besondere bei euch ist,
das ist nicht so verspielt, das ist gerade, es ist geradlinig und da gibt es die und die Ansichten. Was ihr gerne verkauft, ist dieses Active Air, was ihr drin habt. Das ist eine spezielle Steuerung. Beschreib's mal, was ist das? Ja gut, das Active Air ist im Prinzip nochmal der Dämpfer, der das Fahrverhalten auf der Vorderachse reguliert, sage ich jetzt mal. Ich hab eine Komfort, ich habe eine Sporteinstellung und das ist auf die Luftfederung nochmal so ein elektrischer Dämpfer, der das Ganze nochmal, ich sage jetzt mal im Fahrgefühl, wie jetzt aus dem PKW das Fahrwerk, ich kann einen Sportmodus wählen, ich kann einen Komfortmodus wählen, einen Offroad-Modus und das ist ähnlich. Der Bremsweg verkürzt sich, habe ich gehört. Bremsweg und das Kurvenverhalten. Ich meine, wir reden hier über extrem hohe Fahrzeuge, extrem schwere Fahrzeuge und wenn das Fahrzeug im Kurvenverhalten, also sich stabiler fährt, dann kann ich da einiges mit regulieren. Ihr habt unglaublich nochmal nachgelegt, was das Thema Geräuschdämmung angeht und Klapperverhalten von Möbeln. Das war schon immer ganz gut, aber du hast mir selber gesagt, da wollt ihr einfach besser werden. Mittlerweile die Fahrzeuge sehr leise geworden, oder? Genau, sind leise, aber ich sage auch jedem Kunden, und das ist kein PKW. Es ist kein PKW. Wir haben hier eine extrem große Dimension. Wir haben hier sehr viel Volumen. Wir haben sehr viel Resonanzkörper und wir haben einen LKW drunter. Also das ist extrem gut, aber man darf das nicht mit einem PKW vergleichen. Wenn eine Duschtür quietscht, ist das ein Reklamationsgrund? Eine Duschtür, die quietscht? Ja. Echt? Nee, habe ich ja jetzt nicht gehabt, aber wäre das? Ja, habe ich so noch nie gehört, aber... Sehr schön. Also wenn ihr eine quietschende Duschtür habt, dann geht er. Du empfiehlst... Wenn du WD-40 und spritzt es da rein, wo es quietscht. Was hast du gesagt? Dann nimmst du WD-40 und spritzt es da rein, wo es quietscht. Fertig. Eure Leute haben mir original Teflon-Spray mitgegeben. Haben gesagt, wenn es irgendwo quietscht, hier hast du Teflon-Spray, das macht nicht so viel kaputt. Genau. Und da machst du rein. Aber die finden auch die Dinger. Ihr habt eine unglaublich schöne Rüttelstrecke, glaube ich, in Aschbach, wo ihr drüber fahrt oder wo auch immer. Und da könnt ihr dann, ich sag mal, wirklich die Sachen mit dem Kunden zusammen sogar erleben. Der ist mit mir mitgefahren und hat das nachvollzogen, wo das war. Weil du kannst ja nicht fahren und gleichzeitig hören. Genau. Geht nicht. So, und hier ist das Fernseher drunter? Ja. Genau, hier haben wir im Prinzip den TV-Auszug, der dann ausfährt. Was ist das? 40 Zoll? Ja, warte, ich fahre mal hoch. Das ist ja krass. Ist wahrscheinlich ausgeschaltet. Muss man hier Multimedia ein. So, er hat jetzt gerade Multimedia aktiviert und jetzt kann man diesen... Wenn es nicht deaktiviert ist, kann man das hochfahren. Oh ja, es kommt. Fahr mal hoch. Da ist es. Du hast so eine Softanfahrt, habe ich gesehen, wahrscheinlich, um den Strom zu begrenzen. Genau, damit die Klappe auch wahrscheinlich, wenn da was draufsteht, nicht gleich alles runterfällt. So, und das ist da. Die 40 Zoll, das war auch so eine Geschichte. Ihr hattet immer nur 32 Zoll und 27 oder 24 und irgendwann hat der Markt 40 Zoll verlangt. Genau, wir reden hier von ganz kleinen Räumen. Die Distanzen sind jetzt nicht so wie im Wohnzimmer, aber auch da gehen wir natürlich mit dem Markt mit. Das ist ein toller Platz für einen Fernseher. War sehr aufwendig, den da rein zu konstruieren. Ne? Du siehst ja das elektrische Gestell, du siehst den Antrieb dazu, plus natürlich die aufwendige Verkleidung. Das soll ja auch im geöffneten Zustand nicht aussehen wie Harry, sondern es ist toll gemacht. Ja, kommen wir nochmal zur Küche. Fahr's ruhig nochmal runter, bitte. Die Leute werden wahrscheinlich diesen Teil vom Video immer wieder auf und zu machen. Siehst du, die Leute, die mögen uns nicht hier nebenan. Die haben gerade die Tür geschlossen. Aber das ist was Schönes, du hast ein Mehrraumkonzept. Das heißt, die Leute, stimmt gar nicht, die mögen uns alle. Aber du hast ein Mehrraumkonzept, du kannst dich wirklich vereinzeln. Ja. Sogar hier bei dem Konzept hier noch viel krasser. Das werden wir gleich sehen. Und jetzt ist der wirklich wie von Geisterhand verschwunden. Habt ihr lange getestet, oder? Bis ihr sowas baut? Aber du siehst das gesamte Konzept. Ich meine, die Sitzbank ist etwas kürzer, der Fernseher, die Küche. Aber wir reden hier von einem 7,5-Tonner unter 9 Metern, wo ich einen PKW mitnehmen kann. Und wir stehen hier zu viert in einem Wohnmobil und stören uns gar nicht. Also das ist krass. Da findet gerade eine Besichtigung statt. Ja, die Kunden haben draußen vorher gewartet. Nee, ihr könnt ruhig drin bleiben. So, und jetzt siehst du hier, das ist die Standardküche? Das ist die Standardküche, genau. Und die, auch nur die gibt es hier in dem 88 GQ. So, jetzt tausch mal schnell durch. Wenn ich den Komfortwasserhahn haben möchte, kann ich ihn kriegen? Du kriegst alles von mir, Sven. Sehr schön. Hier ist die Kaffeemaschine. Nespresso hat ihren Platz. Du hast ein Zweiflammen-Kochfeld, das langt. Das ist aber die gleiche Mineralstoff-Arbeitsplatte wie in den High-End 24-Tonnern. In allen Fahrzeugen ist im Prinzip derselbe Mineralwerkstoff drin. Ist natürlich eine andere Abmessung, aber es ist gleich. Schublade mal bitte öffnen. Wenn ich die schon mal hier habe, mal reingucken. Auch da kann ich eine Spülmaschine einbauen, theoretisch. Ja, das Maß müsste passen. Müsste passen, also dass man eine kleine... Ja, meine. Das ist halt ein Nachteil, dass du dann... Ich meine, du verzichtest auf den gesamten Block. Ne? Ich habe da eine Heckgarage.
Was schön aussieht, ist der Tech Tower. Ihr habt das Auto ja mit 340 Amperestunden entnehmbarer Energie ausgestattet. Und deswegen kannst du auch hier diese Kombi-Mikrowelle mit Backfunktion, also mit einer Grillfunktion, kannst du in Betrieb nehmen. Kompressor jetzt Serie bei euch? Ja. Also Kompressor Serie. Deswegen hast du in der Optik draußen auch keine Ausschnitte mehr. Ich glaube, das ist auch nochmal eine schöne Geschichte. Ihr habt genug Strom, glaube ich, damit diese Kompressorkühlschränke auch betrieben werden können. Die Energiedichte, die hat mittlerweile derart zugenommen. Wir haben im selben Gehäuse mal mit 160 Ampere gestartet und sind jetzt bei 340 Ampere. Und laut Super B ist das noch nicht das Ende. Also der entwickelt sich ja laufend was. Wir sehen E-Mobilität an allen Ecken und Kanten. Also es gibt E-Fahrräder, es gibt E-Scooter, es gibt E-PKWs und da entwickelt sich extrem was. Also gehe ich davon aus, dass wir auch da weiterhin arbeiten und die Kapazitäten im Bereich Strom deutlich erhöhen werden. Mhm. Und mit dem Solar auf dem Dach ist es eine Kombi, wo ich ja immer wieder nachladen kann bei schönem Wetter. Das heißt, wir haben eine extrem, extrem lange Reichweite. Ja, Max-Fan siehst du in Amerika überall. Ich habe gleich zwei einbauen lassen und die lüften permanent. Das ist eine ganz feine Sache, auch wenn es in Strömen regnet, kannst du ihn anlassen. Genau. Also, und du kannst da Stufen regulieren, dass er unheimlich leise ist. Er ist so leise, dass du ihn kaum hörst und lässt ihn dauernd laufen. Thema Feuchtigkeit im Wohnmobil. Ich meine, ihr habt, glaube ich, eine Zwangsentlüftung, haben alle Wohnmobile. Aber so ein Fan mal laufen zu lassen, ist kein Fehler, oder? Genau. Ja. Also auch im Winter durchlaufen lassen, wenn er mal steht. Also das geht. Hier die gleiche Keramiktoilette. Die Tecma, mach sie bitte auf. Sie sieht sehr, sehr aus wie zu Hause. Hat kein tiefes Loch drin. Lässt sich sehr gut reinigen. Und fällt in einen Festtank. Beschreib mal bitte das Verfahren, weil viele kennen ja nur die Kassetten. Na gut, der Fäkaltank ist im Prinzip, ich sage jetzt mal, der Kanal oder der Gulli. Der sammeln wir in einem Volumen von 170 Liter, die Fäkalien. 170 Liter? 170 Liter. Und können es dann entsorgen wie das Grauwasser. Wie kommt man damit hin mit 170 Liter? Klar, hängt davon ab, wie viele Leute es sind, aber jetzt zwei Personen. Ich habe es noch nie auf halb voll geschafft. Ich weiß nicht, also zu viert wirklich auch keine öffentlichen Duschen benutzt und keine öffentlichen WC. Das langt, oder? 14 Tage, ich kriege es nicht voll. Also es geht ja um die Zyklen. Also das Grauwasser musst du ja eher entsorgen. Und immer dann, wenn du ein Grauwasser entsorgen hast, es gibt glaube ich, auch eine Umpumpfunktion, oder? Genau, ich kann, wenn mein Grauwasser voll ist, kann ich von Grauwasser in Fäkal umpumpen, um mir einfach noch mal ein oder zwei Tage zu verschaffen. Ja, hier ist eine Klimaanlage drin, auch die hört man kaum noch. Sie ist sehr leise, eine Inverter-Klimaanlage, die nicht mehr an- und ausgeht. Und das Highlight hier ist natürlich das Badezimmer mit zwei Eingängen. Wenn du überlegst, dass hier ein Auto drunter ist, wie habt ihr das konstruiert? Das, also hier dieses Mega-Raumbad, wo du dir unglaublich aus dem Weg gehen kannst, mit einem Queensbett mit zwei Eingängen, einem Fernseher, ich weiß nicht, ob einer eingebaut ist, aber der so groß ist. Schau mal hin. Komm, wir gucken mal rein. Das ist so. Nein, ihr habt einen 40 Zoll Fernseher. Das ist ja wie zu Hause. Genau, du hast im Prinzip hier dein Mittelbett mit dem Fernseher. So. Und kannst hinten liegen, dir die Sterne anschauen, im Fernseher was laufen lassen und hast natürlich auch noch seitlich, je nachdem wo du stehst, wahrscheinlich dann auch noch einen mega Ausblick. Jeder hat seine eigene Tür. Das ist total cool. Du kommst von der Seite ran, du hast einen eigenen Kleiderschrank hier hinten drin. Ist das ein wichtiges Auto für euch hier, der? Ja, es wird immer alles schwerer, es wird immer alles größer und dann sind wir hier einfach einen anderen Weg gegangen. Wir haben gesagt, nicht mehr schwerer, nicht mehr größer, sondern eigentlich eher wirklich 9 Meter Mini-Smart-Fahrzeug mitschleppen und dann auch dieses Gefühl des Liners nicht verlieren. Was ich krass finde, sind die Schränke hier hinter, weil du hast ja mehr Länge. Magst du mal einen für mich öffnen? Du heute mal, wenn ich dich hier scheuche. Ja, vielleicht gerade der nicht. Nee. Das ist ein Schrank, den da, genau, ja. Ja, den kann ich von hier aus filmen, weil es ist schon kuschelig hier, wenn du hier reinsteigst. Und übrigens noch ein Tipp von mir, kauft auch bitte alle Wohnraumkissen. Weil nicht nur den Teppich, das ist so ein befriedigendes Gefühl, wenn alles irgendwie aus einem Guss kommt, weil das ist das gleiche Design hier im Wohnraumteppich drin, in den Polstern, wie an den Gardinen. Genau. Und es gibt Leute, die stehen da drauf, ich bin da zum Beispiel so einer. Und du kannst jetzt das gleiche Design an den Gardinen wie an den Kopfkissen machen. Halli, alles gut? Alles super, der ist schön. Gefällt dir? Ja. Wie ist dein Vorname? Wie Miese. Echt? Miese. Du bist das, die Miese. Wieso?
Habe ich das gewonnen? Nee, hast nichts gewonnen. Aber ist das ein schönes, ist ein schönes Auto hier? Gefällt dir? Ja, sehr schön. Was ist denn schön hier dran? Sag mal. Der ist sehr, sehr schön gemacht worden. Wie eine Freiheit. Und sehr, wenn man reinkommt, man fühlt sich nicht so eingehängt. Du weißt, wer das hier ist? Der Mann da? Nein. Das ist der Juniorverkäufer von Morelo. Der ist heute bei einer Schulung mit mir unterwegs. Und der war, zunächst war er unterwegs im Facility Management bei Morelo. Und ich bin jetzt beauftragt, mit ihm die ganzen Fahrzeuge durchzugehen und ihm das zu erklären. Okay. Nee, das ist der Geschäftsführer von Morelo. Ja, was soll ich machen? Wird der mir irgendwas, was Gutes tun? Der kann einen guten Preis machen, der kann das Auto verkaufen. Ja, mit was meinen Sie, wie teuer wäre dieses Auto? Das Auto beginnt bei 280 ungefähr. Nee, der ist bei 418, glaube ich, 1000. 418 fertig, so wie er hier steht. Bei knapp 300.000 Euro Listenpreis und 420.000 würde ich tippen. Wo ist Ihre Sitz? In Schlüsselfeld. Im oberfränkischen Schlüsselfeld. Also hier in Deutschland? Nee, ja. Kennen Sie Bamberg, Nürnberg? Bamberg, ja. Würzburg, Nürnberg, genau, ja, da, genau. In dem Dreieck. Wir haben auch einen, aber wir haben Sprinter, ganz große Sprinter. Mhm. Wir haben das ausbauen lassen. Okay, aber das ist hier Luxus dagegen. Das ist wunderschön. Danke. Viel Erfolg. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Herr Facility. Ja, der Führerschein oder muss der sein? Nee, der alte Dreier reicht. Also 7,5 Tonnen. Ja, genau. Ich kann alte fahren. Dreier reicht. Bis zu 12 Tonnen kann ich fahren. Bin ich zweite Frage, dann bin ich weg. War das so offen oder haben Sie noch irgendeine, kommt hier? Nee, da ist eine Schiebetür. Schiebetür? Genau. Ja. Achso, da ist genau. Das ist dann separat. Wunderschön. Okay. Und hier hinten kann ich dann auch nochmal zumachen. Auch zumachen. Alles klar, weiß ich Bescheid. An der Infotheke. Infotheke. Mhm. Danke. Vielen Dank, junger Mann. Tschüss, Mama Ese. Steht Ihnen gut? Miese. Miese. Genau, Miese. Wo kommst du her? Aus? Ich bin gebürtig Türken. Nein, aus welchem Auto in Deutschland kommst du? Ich bin Düsseldorferin. Düsseldorferin? Ja, habe ich schon gedacht. Ich habe letztes Mal an der Kühe gesehen mit dem Luxushund. Was denn? Wir haben eine Malinois. Ja, echt? Ja. Einen belgischen Schäferhund. Belgische Schäferhund. Ja, die sind eigenwillig, die Malinois, oder? Die ist aber Hammer. Echt? Sie sprechen nur nicht. Mit Augen kann man mit dir kommunizieren. Ja, ich gehe nicht immer, also näher als 2 Meter gehe ich nicht ran an die. Also das ist sehr lieb natürlich. Wenn sie jemanden nicht macht, dann wie eine Drache. Okay. So. Ja, vielen Dank. Ja. War schön. Danke. Düsseldorferin. Ja, so, jetzt gucke ich mal gerade hier rein, dass wir das sehen. Und ja, große Dusche mit drin, das haben wir schon gezeigt, der Handtuchheizkörper und große Waschgelegenheit. Wir sind durch. Der Kleiderschrank vielleicht noch ganz kurz, dass wir den haben. Ein bisschen Einbußen hast du, aber wer hat denn schon hängende Kleidung? Notfalls kann man die nämlich in der Dusche aufhängen, denn dort ist nochmal eine große Kleiderstange mit drin. Ja, ich habe dich heute gebucht bis 12 Uhr. Wir haben noch eine Dreiviertelstunde. Sollen wir noch ein Auto machen? Natürlich. Was machen wir denn? Wir gehen rüber, würde ich sagen, zu Home- und Loft-Ecke. Und von da aus gehen wir nochmal zu den Grand Empire. Zu den Dreiachser. Genau. Gut, machen wir so. Komm, wir gehen raus. Wir sind fertig, ihr dürft rein. So, ist die Kaufentscheidung bei euch schon gereift? Nahezu, ja. Und, welches Auto wird es denn? Ich denke mal dieser hier, ne? Warum? Ja, wenn ihr uns mal hinten reinlasst, dann können wir... Ja, wir gehen. Komm. Tschüss. Viel Spaß, ja. Siehst du, die haben es gerade rausgeschmissen. Aber das ist zu Recht. Der Kunde hier... Das ist cool. Er weiß, was total geil ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Vorstandsvorsitzende von zum Beispiel Mercedes-Benz auf der IAA den Leuten das Auto zeigt, oder? Wieso nicht? Aber du bist, ihr seid so nahbar, das finde ich so geil. Ist der Reinhard auch hier? Natürlich, der Reinhard ist wahrscheinlich hier irgendwo in den Gesprächen. Die haben wir zugewunken. Wer ist das? Das ist ein Händler, das ist die Michelle. Warte mal, geh mal hin, komm mal mit. Wir interviewen die mal gerade. Du warst am Flirten mit dem Robert. Tatsächlich, ja. Ja. Stell dich mal kurz vor, wer bist du? Michelle Heck. Heck? Genau. Ist das Zufall? Es gibt einen Händler, der so heißt. Es gibt einen Händler, der so heißt. Und eine Händlerin sogar. Ist ja witzig. Du heißt genauso wie der Händler. Wir heißen genauso, genau. Du bist die Quartierinhaber von mir. Exakt. Okay, es ist so. Ja, er hat euch gerade eben vorgestellt, hat gemeint, das ist ein ganz lieber Händler. Oh, und hat das gemacht, ja. Immer. Hi. Schön, dich zu sehen. Hi. Ja, was wärt ihr ohne Händler, oder? Das stimmt, ja. Die 13 Handelspartner, die beschäftigen uns schon ganz schön. Und die am meisten oder nein, oder? Nein. Okay. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Habt ihr auch Verkäufer hier auf der Messe? Tatsächlich, den Herrn Knabe. Kaum zu übersehen, großer, starker Mann.
bist du goldig. So, dann machen wir das. Da ist es. Name von dem Auto? 88 GQ. 88 GQ Palace. Wir sind auf dem Caravan-Salon 2023 zusammen mit dem Geschäftsführer von Morelo, Robert Crispens. Ich danke dir recht herzlich. Die Aufgaben werden nicht weniger werden nächstes Jahr. Eine zweite Produktionsstraße, kann man ja schon sagen, ja. Ist ja schon im Bau mit drin. Wird dafür sorgen, dass, glaube ich, die großen Fahrzeuge kriegen eine eigene Linie, gell? Genau, die über 7,5 Tonnen. Die 24 Volt Fahrzeuge in einer separaten Linie, weil wir einfach dann die Produktion glätten können und haben nicht mehr so die Peaks. Spezialisieren uns da und können da vielleicht noch mehr Kundenwünsche verwirklichen. Und auf dem 12-Volt-Band, also da, wo die Iveco Dailies gefertigt werden, wie der, entspannen wir das Ganze etwas. Danke fürs Einschalten. Tschüss. Ja.